Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Black Clover Video und damit zu meiner Review von dem neuesten Kapitel. Wir sind am Start mit Chapter 296 und kommen damit wieder auf Noel und Vanika zu sprechen. Wir haben ein erneutes Kampfkapitel, ein relativ kurzes Chapter wieder, so viel ist nicht passiert. Wir haben aktuell wieder sehr, sehr viele Chapter, die ziemlich zuversichtlich erscheinen, also die ganzen Magier aus dem Clover Kingdom scheinen hier wirklich gut wegzukommen, was die Matchups betrifft, was die ganzen Kämpfe betreffen kann. Also Noel wird hier auch wohl sehr wahrscheinlich den Kampf gegen Vanika endlich gewinnen können. Was ich davon halte, ist so ein bisschen zwiegespalten, werde ich natürlich auch in diesem Video ein wenig zu kommen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass Black Clover aktuell ein bisschen langweiliger ist, weil sich die ganzen Kapitel ziemlich ähnlich anfühlen und ich nicht irgendwie das Gefühl habe, dass sich der Arc in eine etwas spannende Richtung entwickelt. Also man muss einfach sagen, dass sich die Kapitel alle sehr, sehr gleich anfühlen. Du bekommst ein Power-Up gespamme bis zum geht nicht mehr. Flashback hier, Flashback da und auf einmal wird der Gegner geone-shottet. Es ist aktuell ein wenig lame. Das muss ich einfach so sagen und ich hoffe, dass Tabata so irgendwann im Laufe der nächsten Wochen diesen leichten Twist reinbringt, dass man wieder ein bisschen mehr diese Stimmung reinbringen kann, wie noch zu Anfang des Arcs, denn das war definitiv Peak Black Clover, aber an dieser Stelle muss ich sagen, also langsam reicht es mir ein bisschen mit diesem Power-Up-Gespäme und diesem Ge-One-Shotte von den Gegnern. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Black Clover verpassen wollt. Und an dieser Stelle können wir loslegen mit dem Kapitel und meiner absolut warmen Review. Das Kapitel beginnt mit Noels neuer Transformation. Sie hatte ja beim letzten Mal eine neue Magie bekommen können, eine neue Form, wie auch immer, neue Technik, wie ihr das auch nennen wollt. Sie hatte den heiligen Rang Saint Stage bekommen. In meiner Übersetzung hieß es auch Sanctuary, also Saint Stage oder Sanctuary Stage. Diese Form hat sie erreichen können, einen Bereich, den alle Naturgeistnutzer bekommen können, um teuflische Magie zu besiegen. Lolopetschka konnte das nicht bekommen, weil sie generell nicht für offensive Magie geeignet war. Also sie hatte einfach nicht das Talent dafür. Dementsprechend, hatte ich auch in meiner letzten Review schon angesprochen, macht es viel mehr Sinn, wenn auch Noel auf langfristiger Ebene Undine behalten kann, was sehr wahrscheinlich sein wird. Vanika freut sich über Noels dazugewonnene Stärke und beschwört jetzt mit ihrer Blutmagie einige Bestien, die Noel aber alle mit Leichtigkeit fertig machen kann. Vanika bestätigt ebenfalls, dass Noel auf einem ganz anderen Level zu sein scheint als noch im Hartkönigreich, weshalb sie sich noch mehr freut und Undine klärt ebenfalls Noel hier auf, dass auch ihre Form, ähnlich wie bei Astas Union Mode, nur von kurzer Dauer ist. Sie kann nur eine Minute in dieser Form kämpfen, woraufhin Noel aber antwortet und sagt, sie besiege Vanika in 30 Sekunden. Also auf jeden Fall schon mal ein hohes Ziel gesetzt, mal gucken, ob das wirklich klappen wird. Ist auch an dieser Stelle wieder eine Sache, wo ich sagen muss, Zeitangaben sind nie gut, weil du dich dann hinterher nie dran hältst. Das ist immer eine Sache, die du lieber beiseite legen kannst, und hätten wir diese Zeitangabe nicht, wäre es potenziell gesehen keine Thematik, die man vielleicht in 5 Kapiteln kritisieren kann. Vanika wird komplett von Noel kaputtgeschlagen und durch die Gegend befördert, während sie einen Flashback an ihren Kampf mit Noels Mutter bekommt. Sie erinnert sich an den besten Kampf ihres Lebens, der beste Kampf, den sie jemals hatte, und an die Frau, die sie einst sogar tödlich verletzen konnte. Also wir sprechen hier natürlich von Noels Mutter. Vanika hatte wohl erst seit kurzem die Kraft von Magicula bekommen in diesem Flashback und wollte diese Kraft austesten, und Gerüchten zufolge war Asier, die Mutter wird irgendwie so ausgesprochen, die stärkste, die sich allerdings versteckt hielt aufgrund vermutlich ihrer Kinder, ihrer Familie, hat sich einfach ein bisschen zurückgezogen. Vanika testet diese Kraft also gegen Asier aus
und die beiden liefern sich einen Kampf auf Leben und Tod. Als der junge Nozzle dann mit dem Baby Noel erscheint, also mit seiner kleinen Schwester, dann halt natürlich noch um einiges jünger, und Vanica die beiden töten möchte und sie gegen die Mutter quasi stellt. Also das so ein bisschen als Druckmittel. Acier dreht komplett durch und zeigt Vanica, dass die Kraft einer Mutter wirklich die stärkste in der gesamten Welt ist, also dieser gewisse Beschützerinstinkt, und sie one-shottet Vanica und richtet an ihr einen gefährlichen Treffer an. Wir sehen auch bei diesem Angriff, dass Acier von Magicula verflucht wurde, weil als Schutzzauber, als Schutzmechanismus die Fluchmagie aktiviert wurde bei diesem kritischen Treffer an Vanica. Vanica haut ab, weil Magicula ihr rät, den Kampf aufgrund ihrer Verletzung nicht mehr weiter fortzuführen einfach. Und Acier wurde hier natürlich verflucht. Das war dieser große Fluch, der die ganze Zeit thematisiert wurde von Noel und so weiter. Zurück in der Gegenwart kämpft Noel weiter gegen Vanica, doch Vanicas Angriffe werden alle von Noel vernichtet. Also Noel ist hier wirklich am Dominieren. Sie scheint hier keinen Gegentreffer von Vanica zu bekommen. Und Noel kann Vanica an der gleichen Stelle treffen, wie auch einst ihre Mutter zuvor. Was wir natürlich im Flashback gesehen haben. Das Endstatement jetzt hier am Ende des Kapitels ist: ihre gemeinsame Vergangenheit kommt endlich zu einem Ende, zu einem finalen Höhepunkt. Ist jetzt halt die Frage, ob Noel mit dem Treffer an derselben Stelle bei Vanica jetzt dafür sorgen konnte, dass Vanica fertig gemacht wird, dass Vanica down ist, oder ob der Kampf noch weitergehen kann. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass Vanica jetzt besiegt ist, beziehungsweise, dass sie vielleicht noch ein Chapter am Leben ist oder ein Chapter noch aktiv ist. Ich gehe davon aus, dass die Dark Triade ziemlich schnell von Chapter zu Chapter abgefrühstückt wird. Also wir werden in den nächsten 5 bis 10 Kapiteln auch die Niederlage von Vanica und von Zenon bekommen. Sobald Vanica abgehandelt wurde, ist Zenon dran und dann kriegen wir sehr wahrscheinlich auch die nächste Form von Yuno. Und wie gesagt, ich fühle das aktuell nicht so sehr. Ich muss wirklich sagen, ich finde es aktuell ziemlich lame, weil es mir zu positiv verläuft. Das ist ja schon eine Sache, die ich seit Wochen predige. Es verläuft mir einfach zu positiv. Und sollte das Tabata in 5 Kapiteln ändern und sagen, yo, wir ändern das Ganze und die Black Bulls kriegen jetzt alle auf den Sack, weil Morris irgendwas macht oder weil die Teufel jetzt rauskommen oder ein anderer krasser Teufel rauskommt, der nicht geone-shottet wird von Asters Union Mode, dann würde ich sagen, okay, dann hat man wenigstens einen Twist drin und jetzt sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Dennoch habe ich wirklich die Sorge aktuell, dass sich der Arc etwas zu positiv verläuft. Also ich habe das Gefühl, dass hier auch kein Tod reinkommen wird, was ja die letzten Wochen und Monate immer mal wieder besprochen wird, von der Community aus, von meiner Seite aus und so weiter. Also ich habe aktuell wirklich überhaupt zu 0% das Gefühl, dass hier einer stirbt. Ich denke, das wird Friede, Freude, Eierkuchen sein am Ende des Arcs. Ich hoffe natürlich nicht, dass das so sein wird. Ich hoffe, dass wir Tote bekommen. Wenn ich Tabata wäre, würde ich Yami, William und Lolopetschka alle drei töten. Ehrlich gesagt, für die gewisse Entwicklung dieser drei Charaktere, die mit denen eben verbunden sind. Asta, Yuno und Noel dementsprechend. Das sieht mir aber aktuell nicht wirklich danach aus. Weswegen ich sage, ist mir einfach zu positiv. Wir haben eine Apokalypse sozusagen, Teufel kommen auf die Welt, ganze Menschheit wird ausgelöscht mäßig und keiner stirbt. Das ist halt, da weiß ich nicht, also die Ernsthaftigkeit geht da einfach ein bisschen verloren und wer meine Videos verfolgt seit längerem, weiß, dass ich auf sowas wirklich sehr grundlegend achte. Dementsprechend ist das natürlich eine Sache, die mir nicht gefällt und die ich kritisiere. Ganz einfach. Das wäre soweit von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir mal eure Meinung zum Chapter unten in den Kommentaren da. Wie seht ihr den aktuellen Arc von Black Clover? Beziehungsweise denkt ihr, Vanica ist down oder nicht? Das wäre soweit gewesen. Lasst mir wie immer natürlich gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.